dieser Kurs, ich habe mich ja schon eigentlich vorgestellt, aber es ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich bin so ein bisschen durcheinander so in meinem Leben und werde heute so ein bisschen erzählen, warum, aber ich habe überlegt, ich würde vielleicht gerne von vorne anfangen, so ganz von vorne. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe tatsächlich Eltern. Ja. Voll krass, oder? Also, warte, ach, also ich habe eine Mutter und Achtung, einen Vater. Ja, ich weiß, ihr seid jetzt nicht so beeindruckt. Es hört sich so selbstverständlich an, ist aber heute gar nicht so selbstverständlich, wie es wir gerade schon gesagt haben. Es gibt ja alles Mögliche. Es gibt ja auch so zwei Mütter in lesbischen Beziehungen, zwei Väter gibt es schon mal. Oder es gibt eine Mutter und ganz, ganz viele Verdächtige. Bei mir war das ganz klassisch, also eine Mutter und ein Vater und meine Eltern sind tatsächlich Russen. Ich habe auch schon gesagt, hey, muss das sein jetzt? Ich meine, ausgerechnet in der heutigen Zeit jetzt. Gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten? Könnte ich so eine Nationalitätsumwandlung machen oder so? Dann haben wir nochmal darüber gesprochen, da ist mir nochmal eingefallen. Ich vergesse das immer. Das ist ja gar nicht so. Das ist so ein, was ist schon ein Russe? Das ist so ein Sammelbegriff. Kann alles drunter sein. Also eigentlich, mein Vater hat tatsächlich ukrainische Wurzeln. Und zwar ist mein Nachname, der eigentliche, der nicht Kos ist, mit dieser blöden Bedeutung, Kostyuk heiße ich eigentlich, das ist ein ukrainischer Nachname. Und als mich so ein Perser schon mal wieder ausgelacht hat, wegen meinem Nachnamen, habe ich gesagt, ich heiße gar nicht Kos, eigentlich heiße ich Kostyuk. Dann sagt er, das ist noch schlimmer. Kos, juckt. Nee, ist auch nicht cool. Ja, hat mich aber nicht gerettet. Ne? Und meine Mutter ist eine, ja, die ist eine russische Jüdin. Also darf ich hier gar nicht gehasst werden. Also das ist Russenfeindlichkeit, für mich kein Problem. Ach Gott, ey. Ja, also meine Eltern sind tatsächlich Russen, sage ich immer trotzdem. Und die sind sehr gläubige Russen. Das ist nochmal eine andere Nummer. Ach ja, ich, oh, toll, jetzt habe ich das. Es ist total kompliziert mit der Bedeutung Jüdin. Das müsst ihr vielleicht einfach mal ganz kurz verstehen. Jüdin bedeutet auf Russisch die Herkunft. Mehr als die Religionszugehörigkeit. In einem russischen Ausweis stand auch vorher als Nationalität Jude tatsächlich. Das ist ganz komisch. Und man wurde aufgrund dessen auch diskriminiert. Ja. Und meine Mutter ist so eine Jüdin. Man war dann aber irgendwie oft atheistisch oder christlich und das ist bei mir auch der Fall. Meine Eltern sind tatsächlich, die gehören dieser russisch-paradoxen Kirche an. Kennt ihr die? Das ist gar nicht so. Das heißt, russisch-orthodox heißt es, ne? Genau, russisch-orthodox. Ne, russisch-paradox, das wäre was völlig anderes. Was könnte das denn sein? Ah ja, vielleicht die Tatsache, dass es in Russland tatsächlich eine Straße der Demokratie gibt. Das ist russisch-paradox. Ja. Leuten lächerlich. Das machst du immer. Du hackst immer
Zum ersten Mal als Duo gebucht, sollten wir dann nicht die Menschen auch als Duo begrüßen? Ja, aber ich hasse das Wort Duo. Das klingt immer so nach Schlager Inferno Wanne Eickel, ne Christian? Mach doch mal! Und da sind sie wieder, unser charmantes Schlager-Duo Anni und Wanni mit der Startnummer 5 und ihrem Titel Da bist du ja aus ihrem aktuellen Album. Na, wo warst du denn? Ja, jedes Bacher braucher Bruckerl. Was denn? Aha, und wie hättest du gerne so eine Begrüßung? Ja, so, vielleicht ein bisschen sportlicher dann auch, ne? Sportlicher? Ja, du. Schaffe ich. Ladies and Gentlemen, welcome to the Glasshouse Arena. In der rechten Ecke haben wir Annie the Barbie Heger, 1,80 Meter groß und ungefähr 53 Kilo leicht. In der linken Ecke Vanessa the Animal Maurischart, 1,60 Meter klein und ungefähr. Die müssen ja jetzt noch nicht alles wissen, ne? Gut, und was machen wir jetzt? Jetzt begrüßen wir die Leute. Bitte. Moin, Herren! Tachau! Happy feministischer Tachtag! Das bin ich ganz oft gedacht, aber in der Woche nachträglich. Ja, nachträglich. Ja. Ja. Mein Name ist Annie Heger. Ich bin Vanessa Maurischart und zusammen sind wir Annie Heger und Vanessa Maurischart. Ja. Also known as the Heger und Maurischart GBR. Mit dem Programm Eine geht noch. Wer? Wie? Wann? Wohin? Und mit wem? Darum geht es heute Abend, ja. Ja, sag mal, aber warum wolltest du für diesen Abend ausgerechnet eine GBR gründen? Ich wollte mich absichern. Wozu? Na, also erstmal wollte ich dich schnell, formlos und billig verpflichten und außerdem hatte ich Schiss, dass du nach 2 Jahren Pandemie in der Pause mit der Senkkasse abhaust. Ja, da bin ich auch erst zur Pause gekommen im Übrigen. Ja, okay, ja, glücklicherweise waren wir ja bisher ja allein auf den Bühnen der Republik unterwegs. Doch eines Abends strandeten wir beide unabhängig voneinander auf dem Hauptbahnhof in Kassel-Wilhelmshöhe auf Gleis 2 und kein Zug fuhr mehr nach nirgendwo und so landeten wir beide in einer typischen Kassel-Wilhelmshöhe Absturzkneipe B2 und nach ungefähr 8 Ramazotti, Ramazotte, Ramazotti.
Also wie auch immer da der Plural ist, auf alle Fälle saßen wir noch zusammen. Ja, und haben darüber gesprochen, wie öde das auch ist, wenn man immer so alleine auf Reisen ist, ne? Ja, man hockt alleine in Hotelbars, guckt Pay-TV, steckt die Pflegeprodukte ein, schraubt heimlich die Rauchmelder ab, bestellt beim Roomservice was aufs Nachbarzimmer und sagt, stellen Sie es vor die Tür, das Baby schläft. Ja, und wenn die dann kommen, dann schleicht man sich raus und isst auf dem Flur alles heimlich auf. Und dann klaut man noch die kleinen Salz- und Pfefferstreuer und dann füllt man noch Leitungswasser in die kleinen Ginfläschchen aus der Mini-Bar. Moment mal, ist das vielleicht der Grund, warum du in keinem Maritimhotel mehr übernachten darfst? Und Arcor-Gruppe. Aha. Und Ibis und Etappe. Mhm. Ja, auch hier Alt-Westerhold wird heute Abend schwierig. Ah ja. Mhm. Auf alle Fälle saßen wir noch zusammen und haben überlegt, was man so gemeinsam auf der Bühne stattfinden lassen könnte. Und so war die Idee geboren. Ein gemeinsames Soloprogramm. Nach zwei weiteren Ramazotten war uns klar, wir machen auf jeden Fall irgendetwas über Duette. Und zwar unsere Lieblingsduette, unserer Lieblingsduos, die nicht mehr miteinander auftreten. Richtig, und jede sollte dann auf einen Zettel schreiben, welche Lieder sie Ihnen heute Abend nun vorsingen möchte. Du hattest 78, Schatz. Ja, das sind alles tolle Lieder, oder? Ich finde die super. Ja, aber kein Mensch singt 78 Songs an einem Abend. Wir sind nicht die Wagner-Festspiele. Ah, okay. Na gut, sie hatte zwei, ne? Tolle Duette. Ja, kennt nur leider keine Sau, denn das waren ostfriesische Duette. Also zum Beispiel hier, die Deichgranaten mit ihrem Mega-Hit Moin Kiek, they cut is dood. Schönes Lied. Und der zweite Song, wieder die Deichgranaten, ne? Mit ihrem Nachfolgekracher Nu hemmt wie ein Fisch. Ja. Ich wusste an dem Abend, ich glaube, ich gehe gleich. Nach zwei Supervisionsterminen haben wir uns dann auf Songs geeinigt. Oh nein, wir haben uns einigen lassen. Nein. Aber diese Songs würden wir heute Abend gerne für Sie singen. Ich möchte mal ganz feierlich sagen, wir hommagieren heute. Wir machen was? Wir hommagieren. Das ist Französisch und kommt von Hommage. Oh la la. Wie gut, dass ich heute Morgen zu Hause noch ein Käsebrötchen gegessen und fromagiert habe. Das ist Französisch und kommt von Fromage am Arsch. Nicht, dass Sie jetzt schon den falschen Eindruck bekommen, ja? Wir mögen uns wirklich sehr. Ja, wir hocken seit Jahren aufeinander. Wie Licht und Schatten. Bonnie und Clyde. Selma und Louise. Aronal und Elmex. Albano und Romina Power. Harry Potter und Voldemort. Keiner Dabel. Aber wie auch immer wir uns an die Gurgel springen, und das tun wir sehr häufig. We go together. Like Ramalama, Ramala Ding Dong. Dong. Genau. Aber Vanessa, was gab es für tolle Duos in der Musikgeschichte, oder? Ja, stimmt. Christian, hast du was vorbereitet, ne? Tolle Duos, ne? Ja. Listen and repeat, okay? Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Tolle Paarung! Ja, aber eine geht noch, oder? Yeah. Jo, Sonny und Cher. Ja. Was hatte die Cher für eine tolle Stimme? Na, da hat sie ja noch, hat sie noch. Die Frau ist ein lebendiges Ersatzteillager, aber die Stimmbänder sind noch alt. Aber was wollte diese tolle Frau eigentlich mit? Sonny, Annie. Baby, I got you, babe. I got you, babe. Oh ja, Modern Talking. Ja, keiner konnte sich so gut trennen wie Modern Talking. Das oder? Stimmt, das stimmt. Sind aber auch immer wieder mal zusammengekommen, ja, muss man sagen. Und wer hat an jeder Trennung Schuld? Nova. Und ich mach schon mal die Polen-Frau. Ich habe heute extra die Lockenwickler eingedreht.
Halten! Bis die Klatschen dann da sind.